So, wieder mal einen schönen guten Morgen. Mission für heute lautet zuerst mal einen leckeren Earl Grey Tee am Frühstücksbuffet schnappen und dann mal gucken, ob ich heute zwei oder drei Kunden schaffe. Den ersten Kunden stelle ich Ihnen gleich vor, wenn ich da bin. Das sind nur hier ein paar Kilometer. Und dann geht es weiter zu dem Tooltime-Kunden und einer Tooltime-Kalibrierung im Westen von Berlin. Nee, im Osten. Das ist der Termin, den ich vorgestern absagen musste, weil ich da so durcheinander hatte mit Messequipment, aber jetzt läuft alles. Und dann geht es Richtung Hannover. Und da hatte ich eigentlich heute Nachmittag um 16 Uhr einen Termin, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, vorher die zwei Kunden zu verarzten, dann nach Hannover zu fahren und da noch eine Storm zu kalibrieren. Ansonsten machen wir das halt morgen früh. Und dann muss ich das ein bisschen umarrangieren. Aber damit es nicht ganz so spät wird, schnappe ich mir jetzt kurz was als Heißgetränk und dann geht's los. So, das ist jetzt mal wirklich so ein klassisches Heimkino. Also ich glaube, das war jetzt fast in jeder Folge von On the Road mit dabei. Und auch jetzt nehme ich hier die Möglichkeit wahr und mache gerne einen Servicetermin. Heute war der Initiator. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten in der letzten Staffel diesen Arcam AV40 installiert und damals ging das Full Bus Management Feature noch nicht. Und ich habe dem Kunden versprochen, dass wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich dann wieder in Berlin reinschaue und ihm das Ganze damit nochmal kalibriere. Das ist der heutige Anlass. Wir machen hier auch gleichzeitig, der Kunde hat jetzt schon gestern die neue Firmware drauf gemacht. Jetzt haben wir die Situation, dass der nicht mehr in Control 4 zu steuern ist. Gleichzeitig sind hier alle D-Rack-Einmessungen rausgeflogen, die drin waren. Ist wurscht, ich musste sowieso neu machen. Aber dieser Verstärker ist halt ja nicht unbedingt wahnsinnig kundenfreundlich gemacht, wenn beim Update dann D-Rack rausfliegt. Der Kunde hat auch bei seinem 760er einen Update gemacht, sodass meine Spezial-HDR-Kalibrierung rausgeflattert ist. Und dann noch, wo hat das denn hingelegt? Da, hier, einmal Apple TV neu installieren. So, das sind so die Aufgaben, denen ich mich jetzt hier stelle. Also D-Rack will jetzt hier nicht laufen. Ich habe es jetzt hier einmal mit dem PC, MacBook probiert. Und obwohl hier D-Rack nicht mehr läuft, steht hier jetzt aktuell immer noch dran. Exiting D-Rack. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal den machen. Ja, der Kampf geht weiter. Ich baue jetzt hier ab. Wir sind hier nicht weitergekommen mit D-Rack. Mein Messmikrofon will partout nicht mit D-Rack und der Arcam funktionieren. Die beschwert sich laufend, obwohl es ja generell sonst immer getan hat. Und auch jetzt gestern erst wieder mit den ganzen Vorstufen, ja, lief es. Also, und das Original-Messmikrofon findet der Kunde nicht mehr. Ich habe es jetzt so gemacht. Manuell so gut wie es geht eingemessen, es klingt trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten erstmal anständig, nicht gut, aber so, dass man Filme gucken kann. Und dann werde ich mit dem Kunden besprechen, ob ich jetzt nochmal später vorbeikomme und wir das nochmal in Ruhe lösen, wenn er das Mikrofonkabel gefunden hat. Ich habe halt keine AV40 mehr bei mir und kann es jetzt auch nicht so einfach gegenchecken. Und wahrscheinlich läuft es aber daraus hinaus, dass wir hier die komplette Vorstufe austauschen. Schauen wir mal. Aber sonst konnte ich wenigstens die anderen Punkte lösen, auch wenn es mich ärgert, dass ich das jetzt hier nicht, ja, ging einfach nicht. Wir haben alles probiert. Selbst mit drei Notebooks ging es nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob überhaupt ein Tag dieser Servicetour nach Plan lief und komme zu der Erkenntnis, gestern. Gestern lief es eigentlich ganz gut, keine Überraschung. Heute geht es gerade wieder so weiter. Aber gut, ich finde auch mit dem Kunden jetzt eine gute Lösung. Bin immer schon dran. Auf jeden Fall habe ich ihm jetzt erstmal den fehlenden Adapter nachbestellt, dass der dann da ist und dann können wir gucken, wie ich ihm da vielleicht remote helfen kann. Ansonsten fahre ich ja sowieso demnächst nochmal nach Berlin, um dann auch nochmal das eine Kino richtig vorzustellen, wo wir gestern waren mit dem Spiegel und dem Raum- und Raumsystem. Vielleicht kann ich das alles verbinden. Aber was mir wirklich zu denken gibt, ist auch die Performance von dem VW 760 gerade bei dem Kunden und auch die Reaktion des Kunden selber, weil ich sehe den Beamer und denke mir, mein Gott, das Bild geht ja mal gar nicht. Viel zu aufgehellter Dunkelbereich vom Bild. Und hätte am liebsten schon loskalibriert, aber dem Kunden dann damit auch gleichzeitig offenbart, wie schlecht sein Beamer eigentlich momentan schon wieder ist. Nach 3000 Stunden in dem Fall. Und dann sagt der Kunde, ach, ihm ist das egal. Das passt so schon, wie es ist. Und dann er hat sich ans Bild gewöhnt. Und ja, er wollte auch gar nicht, dass ich es kalibriere. Ich habe es dann auch natürlich nicht gemacht, sonst hätten wir da noch einen Fall gehabt. Aber ich muss es echt dringend mit Sony besprechen. Da muss ich auch an mir arbeiten, muss ich zugeben. Ich bin da immer der Perfektionist und
mir fällt es da schwer, in solchen Fällen mich mit jedem Kunden da perfekt zu verknüpfen, wenn es dann heißt, ja, das reicht mir, oder mir geht es jetzt nicht darum, dass ich unbedingt was verkaufen muss, definitiv nicht. Aber einfach so dieses Akzeptieren von kompromittierten Situationen. Aber klar, wenn jemand sagt, er bezieht seinen Spaß am Heimkino einfach aus der Atmosphäre des Raumes und dem Inhalt vom Film, klar, der Film ist der gleiche, egal ob der Schwarzwert jetzt gut ist oder nicht. Aber ja, ich für mich entfaltet sich dann halt nichts, wenn mich schlechte Technik ablenkt. Aber gut, das ist das eine. Gut, jetzt geht's nach Berlin-Ost zu einem Tooltime-Kunden, der sich dort in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnzimmersystem zusammen mit einer Komplettbetreuung von uns eingerichtet hat. Sprich, das ist heute dieser Gedanke bei einem zertifizierten Tooltime-Paket. Ich plane das Ganze. Sie kaufen von uns zertifizierte Hardware, damit eben genau sowas nicht passiert wie gerade eben, dass dann irgendwie, wenn ich dann vor Ort komme, ein Gerät nicht mit. Klar, passieren kann es immer, aber die Chance ist geringer, weil wir da einfach nur Geräte reinmachen oder verbauen, wo wir wirklich wissen, da sind wir ziemlich safe. Da machen wir auch keine Experimente. Ja, da geht's jetzt hin und dann gucken wir uns mal an, was aus seinem Tooltime-Projekt denn geworden ist im Wohnzimmer. Bei diesem Tooltime-Heimkino haben wir das so gemacht. Hier vorne ist eine große 16:9 Leinwand. Die ist 2,80 Meter breit. Links und rechts daneben sind hier Universe-Lautsprecher und in der Mitte logischerweise ein entsprechender Center-Speaker. Unten drunter hat sich der Kunde hier ein Rack gebaut mit der Elektronik drin. Hier seitlich sind verschiebbare Flächenvorhänge und hinten haben wir nochmal eine kleine bespannte Rückwandabsorptionsfläche. Und zusätzlich hier oben noch ein Deckensegel. Und vielleicht ist Ihnen gerade aufgefallen, hier haben wir solche Studioleuchten. Und das Ganze, ganz ehrlich, hätte ich jetzt den Raum rein fürs Heimkino mit dem Kunden verplanen können, wäre ein anderes Konzept raus geworden. Der Kunde war da allerdings ein bisschen festgefahren, weil er sehr spät erst auf uns aufmerksam geworden ist und hatte hier schon die Beamer-Konstruktion gebaut und wollte bestimmte Dinge nicht groß ändern. Auch hier, ich glaube, dieser Deckenkranz war schon da. Da musste ich jetzt hier so ein bisschen ins bestehende System reinplanen. Hier sind jetzt auch zwei Subwoofer drin, einmal CTS für 15 dort und nochmal hier. Und eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wir hätten die fette Baffle wohl nach hinten gesetzt, aber das ging hier einfach nicht, weil der Kunde, wie gesagt, schon ein bisschen vorgebaut hatte. Und dann haben wir probiert, einfach noch das Beste draus zu machen. Ah, das sieht man jetzt nicht. Auf jeden Fall hier oben ist nochmal ein Kasten drin, wo der Kunde hier Fotoaufnahmen machen kann, um dann hier auch mit den Leuchten alles richtig dann zu illuminieren und den Raum sehr universell zu nutzen. Ja, es läuft eigentlich sogar, ehrlich gesagt, überraschend gut, obwohl ich das Kino gerne noch konsequenter für den Kunden hätte bauen wollen oder bauen lassen wollen. Aber jetzt hier nach Bild- und Tonkalibrierung macht das Ganze richtig Spaß. So, und ja, ich werde dann gleich auf der Autofahrt noch mal ein bisschen über den Kunden und über die Erkenntnisse von diesem Kunden sprechen. Aber ich wollte einfach mal kurz auch dieses schöne Tooltime-Wohnzimmer zeigen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass es wesentlich besser laufen müsste, wenn du sagst, es klingt gut. Ich hoffe mal. Gut, echt? Ja. Ja. Na, dann bist du ja doch nicht umsonst hier. Mich wundert es, dass, ist dir nicht aufgefallen, dass der Sprecher total vermumpft klingt? Dass der untenrum matschig, zugedröhnt und überhaupt nicht präzise spielt, dass du keine Konturierung hast. Setz dich mal unten hin. Also wir sind ja von hinten unten nach hier oben gekommen mit der Bose-Anlage, hatten wir damals. Und dann da war ja immer so, dass du ein Problem hattest, überhaupt sprechen und so. Und nein, so, das fanden wir schon einen Quantensprung hier. Jetzt hoffe ich, also das wird jetzt eine Frage sein von der Integra, von dem Integra AV-Verstärker. Okay. Der hat ja so ein bisschen EQs drin. Und ich hoffe, dass ich genügend Werkzeuge da drin finde, um eine Möglichkeit zu haben, hier das so hinzubiegen. Weil der Lautsprecher kann es, die Akustik im Raum ist ordentlich, das merkt man, wenn man spricht. Ihr habt das ja auch gut umgesetzt. Lautsprecher sind richtig positioniert und trotzdem klingt es bescheiden. Also auch der Bass knüpft nicht richtig an. Also ich habe das Gefühl, dass der Subwoofer viel zu wenig drin ist. Und das Center Speaker im Grundtonbereich zwischen 150 und 400 Hertz überpräsent ist.
die Höhen passen halbwegs, könnten aber noch ein bisschen spritziger sein. Was mir halbwegs gefällt, ist die Räumlichkeit. Also das heißt, die Balance vorne hinten funktioniert hier ganz gut. Das Bild ist, ich habe jetzt nicht so auf den Kontrast im Bild geachtet, aber von der Bildschärfe habe ich selten erlebt, dass ich zum Kino komme und die Bildschärfe so schlecht ist wie hier. Da hoffe ich auch, dass wir das deutlich besser hinkriegen. Das würde ich sogar ohne Brille. Der 50 plus würde wahrscheinlich dann wird schlimmer. Aber, seht es positiv. Ich habe den Anspruch, dass wenn ich gehe, dass ihr nachvollziehen könnt, warum oder was ich gemeint habe. Dass ihr dann sagt, Mensch, jetzt, das ist mein Wunsch oder mein Ziel. Ja, klar. Und das Einzige, was jetzt für mich die Frage ist, ich denke, Beamer kriegt man hin, das sind ein paar Einstellungsgeschichten. Wir arbeiten ja sonst wenig jetzt mit eher günstigen AV-Verstärkern wie dem Integra, der schränkt halt jetzt natürlich so die Einstellbarkeit ein, aber wir gucken natürlich, irgendwas geht auch dort. Ich bin jetzt auch mal gespannt zu sehen, was die Raumeinmessung dort jetzt eigentlich genau gemacht hat, ob es ohne oder mit besser ist. Das wäre übrigens noch ein möglicher Fehlergrund, warum das so spielt, wenn wir hier mal ins Menü reingehen und mal gucken, ob denn hier irgendwie die Raumeinmessung vielleicht abgeschaltet ist, das Klangeinstellungen, aber das ist es auch nicht. Ich muss mich kurz mal zurechtfinden, weil so viel habe ich mit den Integras in letzter Zeit nicht gemacht. Equalizer-Einstellung, da haben wir es doch. So, und die stehen jetzt hier gerade alle auf 0. Mhm. Na, ich hatte bloß das erste, war da mir, also der müsste ja auch einen mit dem Mikro. Ja, eigentlich müsste der genau das machen, aber das Gute ist, wir haben hier EQs und die werde ich benutzen. Und dann gucken wir uns das gleich mal an. A Dolby Atmos Soundtrack transports you from an ordinary moment. Mehr brauche ich nicht hören. Also, ich habe einen Unterschied gehört. Schon hier in der Ecke. Der Bass war nicht mehr ganz so weich, ne? Also, ein bisschen. Ja, aber ihr sitzt ja da vorne völlig falsch. Also, ja, aber wir haben hier schon mal die gehört, ja, was? War hier schon anders, oder? Ich höre nochmal, aber ich merke jetzt schon, das ist genau das, was hier eben noch drin steckte. Ja, ich bin mal gespannt. An extraordinary experience. Dann lasse ich die Szene nochmal von Anfang laufen. Ihr kanntet ja auch noch diesen einen Impuls, der am Anfang kommt. Ja, also dieser Bassimpuls, wenn der Film anfängt und dann spricht er. Das sind 5 Sekunden, da merkt er sofort, was Sache ist. A Dolby Atmos Soundtrack transports you from an ordinary moment into an extraordinary experience. Ja, ist ein bisschen kristalliner. Okay. Klar, also, ja. Aber anders, ja. Ist wirklich anders. Ja, ja. Okay, also. Der hält da raus, oh Gott. Ich hab sie wieder schön verarscht. Also, nein, nee, also doch, der Bass ist nicht mehr so vordergründig. Ne? Also, ich lasse gerne noch mal ein bisschen weiterlaufen. Also, ich höre es halt sofort nach ein paar Sekunden, aber dass der jetzt nicht mehr so belegt spielt, sondern dass der jetzt entschlackt ist. Und gerade jetzt auch hier mit diesen Viechern, die da rumschwören, klingt es halt einfach auflösender. Mhm. Aber ich lasse nochmal die Szene ein, zwei Minuten laufen. Also. Bist du nicht umsonst gekommen, siehst du? Das bin ich bisher noch nie. Aber das Bild ist doch jetzt eine ganz andere, ja, Welt. Also ja, das. Wenn man das also wirklich, das ist so, ich fahre einen LKW. Mhm. Fahr ich 15 Jahre. Für mich fährt der ganz ordentlich. Jetzt setzt sich ein neuer Kollege auf und sagt, was ist mit die Karre los? Der macht das schneidest du nicht, weil das ein schleichender Prozess ist. Das nimmst du dann mit und passt dich dem an. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Ne? Also ich wäre jetzt, weiß ich nicht, ob ich irgendwann jetzt mal auf die Idee komme, immer die Bildschärfe nachzuregeln. Also das ist natürlich, ja, peinlich. Aber das ist, weiß ich auch nicht, oder vielleicht, weil wir sowieso darauf gewartet haben, dass du ja eh morgen kommst und das kalibrierst und so, ne? Und dann schiebt sich das ja mal ein bisschen und so, aber da kannst du mal sehen, wie anspruchslos man eigentlich ist als Kunde. Also ich habe auch immer so das Gefühl, so jeder will so das Beste rauskitzeln, was so geht, und da jetzt ich so viel dafür bezahlt und jetzt muss aber auch na, der letzte Mühe, ne, muss noch hinten rausgedrückt werden, und im Endeffekt, wenn du den jetzt woanders hinsetzt und sagst, hier, das habe ich dir jetzt so eingestellt und ist ja nicht so 100%, und die sagen, ja, top. Also das ist so eine, wie soll ich sagen,
das ist natürlich mit dem Bild jetzt, da kann man nicht lügen. Ne? Aber gerade beim Ton, jeder hat ein anderes Empfinden, so wie er das wahrnimmt. Der eine will mehr Bass, der eine will das mehr. So. Der Grund sollte schon stimmen, wie du sagst. Ne? Und dass er jetzt so matschig geklungen hat am Anfang, wo du sagst, ne? Das weiß ich gar nicht. Entweder kannst du das nicht so wiedergeben, wie du das meinst. Weißt du? Also ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Jetzt von den Stimmen her jetzt, ne? Weil du sagtest, der klingt so irgendwie so, was hast du gesagt, wie gequält? Nee. Ja, stumpf und halt einfach aufgedickt. Ja, und ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt genau, das macht jetzt 50% Unterschied oder so. Ne? Das ist, mag sein, dass das jetzt besser ist, aber das empfinde ich jetzt so, ja, ist das so, hat er wohl recht dran. Ich bin jetzt so nicht so der Typ, der jetzt sagt, jetzt hat er da eine Schraube, das ist jetzt super und hast du. Ich kann das auch nicht so ausdrücken, wisst ihr? Also mag sein, dass es jetzt um Welten besser ist, aber es ist jetzt für mich jetzt nicht, jetzt kein Quantensprung. Für mich war der Quantensprung von unten, von dieser Anlage, wo du wirklich, wenn der gequatscht hat und die Musik und das alles überlagert hat und so, und du kommst hier an, stöpselst hier alles ein, stellst ein, ohne dass hier irgendwo, hast hier erstmal ein Top-Bild. Und der Ton ist erstmal dann auch so mit den, also hier rundherum ist schon mal, also das ist schon mal ein Erlebnis. Ne? Und da, ja, da baut man drauf auf. Ne? Das ist, das war jetzt ein relativ ungewöhnlicher Termin, weil es ging schneller wie geplant und ich konnte wirklich überraschend schnell von einem überraschend schlechten Ergebnis auf ein überraschend gutes Ergebnis switchen. Aber das ist gar nicht mal der Punkt, der mich jetzt so überrascht hat, wenn man weiß, wo die Probleme liegen und man weiß genau, wo man reingreifen kann. Der hat halt einfach die Autoraumeinmessung laufen lassen und die hat die Lautsprecher einfach sehr tief laufen lassen, bis 40, 50 Hertz. Das haben die gepackt. Das ist in der Konstellation, wirklich in der Konstellation, kein Problem gewesen, wenn die sehr ecknah stehen. Aber es klang halt wirklich bescheiden und da konnte ich mit ein paar Griffen und mit den paar Equalizer-Settings, die da drin sind, also so viel kann man da eh nicht machen, dann schon viel bewirken. Und auch vom Bild, da hat er halt den falschen Modus drin. Also es war halt viel Offensichtliches falsch gemacht und ich konnte das relativ schnell und easy deutlich besser machen und war dann selber wirklich angetan davon, wie es dann zum Schluss läuft. Und jetzt kommt der Punkt, der mich wirklich überrascht hat. Dann kommt der Kunde, super sympathischer Mann, auch mit seiner Frau, und sagt zu meiner Überraschung, dass er es vorher schon gut fand und jetzt nicht auf Anhieb den großen Unterschied merkt, wo ich mir denke, ich arbeite da mit Equalizern, teilweise 6, 7 Dezibel, um stehende Wellen rauszukriegen. Ich ändere das Gamma von einem falschen 1.8 auf ein 2.25 Gamma in dem Raum. Und dann sieht er, also gut, Schärfe, das war auch völlig falsch eingestellt, das ist ihm auch nicht aufgefallen. Also ein total entspannter, völlig anspruchsloser Kunde, der dann nicht den Unterschied zwischen man kann es hören und zwischen gut unterscheiden kann, weil er es vergleicht mit seinem Joghurtbechersystem im klassischen Wohnzimmer ohne Raumakustik und das ist für ihn die, ich sag's mal, die Referenz, wo er sagt, das sind für mich die, was weiß ich, Schulnote 3 und ich bin jetzt auf Schulnote 2 und ob ich dann komme und das dann auf Schulnote 2 plus macht, hört er da nicht mehr. Und ich denke mir, wir brauchen gar nicht drüber reden, über ein Joghurtbechersystem im Wohnzimmer ohne Akustik. Das ist entweder jeglicher Diskussionsgrundlage und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, ich hole den Kunden bei Schulnote 4 ab und bringe ihn auf einen 2 plus im Kontext dessen, was es da stellt. Und das war für mich das Überraschende, das war jetzt echt, war interessant, gibt's auch mal. Dass mal nicht so der klassische sofortige Begeisterungssturm kommt, so, oh ja, das Ding hat da viel präziser und den Bass. Und ich habe mir echt gedacht, der Kunde wird durchdrehen, wenn er feststellt, wie viel deutlicher die Klangverbesserung ist. Aber das war halt einfach nicht sofort für den Kunden so zu erschließen. Aber er lebt das natürlich dann auch praxisnah aus. Da geht es dann darum, hier mit, dass die Technik gut untergebracht ist und dass die Frau zufrieden ist. Aber ich denke, so wie er es jetzt hat, ist es ein rundes System für ihn. Deswegen freut es mich, dass ich da war, hat mir Spaß gemacht. Und jetzt geht es Richtung Hannover,
wo ich dann nicht weiß, ob ich schnell genug durchkomme, um heute noch entspannt eine Storm-Audio-Kalibrierung vorzunehmen. Ich habe mich mit dem Kunden so verstanden. Ja, ich sehe es gerade, Stau. 2 Stunden. Na, das ist doch zur Pause machen ist das. Ja, also so wie es aussieht, ist das jetzt auch gleichzeitig die Tagesabmoderation und dann werde ich den Kunden morgen aufsuchen. Das ist schon so besprochen. Ich glaube, das habe ich vorhin schon erwähnt. Egal, ich fahre jetzt mal ganz entspannt die 351 Kilometer bis zum Kunden und dann gehe ich entweder direkt ins Hotel. Vielleicht melde ich mich nochmal. Mal gucken. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal. Bis später. Also Sie kriegen jetzt doch in dem Video noch einen kleinen Nachschlag, denn auch wenn ich jetzt leider in einem fetten Stau gestanden habe, so habe ich jetzt gerade mit dem Kunden beschlossen, wir ziehen das jetzt heute Abend durch. Ich werde so gegen 7:30 dann in der Region beim Kunden, so zwischen Hannover und Osnabrück, so die Ecke eintreffen und dann kann ich mit mir zusammen bis dort und sie sind hoffentlich live dabei. Ich habe die Kunden gar nicht gefragt, ob sie berichten, deswegen einen kleinen Schwenk da machen. Ansonsten lasse ich es, dann berichte ich ihn dann halt hinterher. Ja, der hat sein Heimkino bei einem lokalen Partner sich einrichten lassen und ist dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo er noch mehr wollte, hat sich dann mit uns in Verbindung gesetzt und hat sich dann eine Storm Audio gegönnt. Ja, und die kalibriere ich mir jetzt zum zweiten Mal. Ich war vor ein paar Wochen schon mal da mit einem Testgerät. Dann gab es Probleme mit dem HDMI-Kabel, dem Beamer und wir konnten nicht richtig messen und testen und hören. Da mussten wir es also ein bisschen zurechtwursteln. Dann hat er das Gerät behalten, Probe gehört, hat sich dann dazu entschlossen. Und jetzt habe ich gesagt, fahre ich dann halt eben auf dieser Tour auch noch mal bei ihm vorbei. Und wir richten jetzt dann sein Gerät endgültig richtig ein. Er hat dann bei der Gelegenheit auch die Lautsprecher noch ein bisschen umgestellt, aber was es da genau geht, das zeige ich dann gleich im Heimkino. Aller Voraussicht. So sieht das Ganze aus. Wir fangen jetzt mal hier im Vorraumbereich an. Der sieht hier richtig schön aus. Es ist jetzt kurz vor 10:30. Ich beeile mich deswegen jetzt ein bisschen. Die Audioeinmessung ist komplett durch. Ich zeige jetzt einfach mal kurz das Kino, was wir da gemacht haben. Dieses Heimkino wurde, hat der Kunde mich extra gebeten, das auch so zu formulieren, nicht jetzt rein von ihm alleine gebaut, sondern das war hier aus der Region ein Händler. Es hat jetzt deswegen jetzt nicht so ganz unsere typische Handschrift. Kann ich diesen Strahler hier nehmen, weil sonst kriege ich jetzt gar kein Licht richtig rein. Ich hoffe, das klappt halbwegs. Ha, jetzt sehen Sie es mal richtig beleuchtet. So sieht hier das Heimkino aus. Und wir haben hier vorne eine akustisch transparente Leinwand. Monitor, Audio, Lautsprecher stehen dahinter. Hier ist jetzt das Konzept zweimal Sunfire Subwoofer vorne. Und hinten haben wir dann einen SVS. Hier 4 Liegesitze. Und als ich das letzte Mal da war, habe ich mit dem Kunden auch darüber gesprochen, wie man die Surround-Performance hier optimieren kann, indem wir jetzt hier hinten bei den Rear-Speakern von klassischen Regallautsprechern auf hochkant stehende Center-Speaker gegangen sind, was von der Schallabstrahlung hier vorteilhaft ist. Ich habe dem Kunden außerdem empfohlen, jetzt hier auf 6 Deckenlautsprecher zu gehen. Vielleicht passiert das nochmal. Jetzt sind ja aktuell 4 Stück drin. Sind jetzt auch nicht von derselben Marke, aber in der Summe haben wir es jetzt durch die Einmessung so hinbekommen, dass es einen ordentlichen Klang hier gibt. Da haben wir noch den VW 590. Ja, und als ich jetzt heute gekommen bin, musste man als allererstes nochmal hier die Leinwand abnehmen. Einfach, weil wir einen der 2 dahinterliegenden Subwoofer nicht hören konnten beim Einrauschen. Da ist ein Kabel rausgerutscht. Also ja, so Kleinigkeit, das ging eigentlich. Ja, und ansonsten, ich sage es jetzt ganz direkt, das Kino hört sich besser an, als dass es jetzt vielleicht gerade mit dieser extremen Beleuchtung aussieht. Also das stelle ich häufig fest, dass gerade diese Monitor-Audio Silber-Lautsprecher wirklich Preis-Leistungskracher sind für die Art von Lautsprecher, die sie sind. Also wenn man jetzt hier eben so mit Standlautsprechern arbeitet. Ja, jetzt zum Abschluss des heutigen Tages zeige ich hier nochmal die Elektronik. Wobei, habe ich vorhin auch schon mal gezeigt. Ja, das ist das, was wir jetzt hier eingebracht haben und kalibriert wurde mit verschiedenen Profilen für die jeweiligen Sitzkonstellationen. Und ja, wünsche ich dem Kunden jetzt allseits viel Spaß. Und dann gibt es einen weiteren zufriedenen Storm Audio Kunden. So, und ich mache jetzt mal weiter ins Hotel. Kennen Sie das, dass man in der Arbeit Energie findet für die Arbeit? Also sprich, ich bin da hingefahren, das waren
Es war eine 5-Stunden-Autofahrt von Berlin da nach rüber. In einem Rutsch durch. Tür auf, Kunde stand da, abgecheckt, reingegangen, losgelegt und war so alles ein bisschen weggeschüttelt, so von der Fahrt, so dass ich so eigentlich ein bisschen müde ist. Und dann, ja, da ist man voll drin in der Technik und ich war auch echt zufrieden mit dem Ergebnis. Läuft gut bei dem Kunden. Ich mag auch die Lautsprecher. Ja, und da lief jetzt das mit, also was Direct teilweise rausholt, ist schon wirklich gut, aber man muss natürlich dann vorher messen, so die Lautsprecher kennenlernen, ein bisschen voreinstellen, ein bisschen gegenhören, dann nochmal zum Schluss messen, so das Klassische, Sie kennen es ja von den Videos und dann läuft es, ja. Ich freue mich jetzt aber trotzdem, trotz der Energie, die ich durch das Heimkino jetzt einmal bekommen habe, auf das Zimmer, genauer gesagt das Bett, und melde mich in dem Kontext ab. Wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Bis dann.